Im vergangenen Jahr habe ich eine Maschine verkauft und ich hätte niemals gedacht, dass das so ein großer Fehler war. Ich werde euch später ein paar Punkte dazu erzählen, was tatsächlich alles passiert ist, seitdem ich die Maschine verkauft habe. Und es hat so ein bisschen gezeigt, dass ich auch ein paar psychische Probleme habe. Da werde ich aber später ein bisschen genauer drauf eingehen, denn natürlich werden wir auch in dem heutigen Video was Schickes bauen und das hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Meine Werkstatt ist größtenteils Alexa gesteuert, deswegen steht auch hier so ein Teil und die steht hier natürlich noch sehr, sehr ungut. Deswegen möchte ich heute mal einen schicken Halter bauen, der aus ein paar schönen Hölzern gemacht wird, damit hier oben nicht mehr so fehl am Platz steht. Ich habe mir hier einen schicken Plan gemacht, anhand dessen werden wir das Ganze heute umsetzen und jetzt schauen wir erstmal in die Restholzkiste. Ich baue hin und wieder ja so ein Stirnholzschneidebrett und da fallen hier immer relativ viele von diesen Kanteln an, weil die teilweise nämlich groß genug sind. Das bedeutet, ich habe hier ein paar schöne Materialien, wo wir uns jetzt hier ein bisschen was raussuchen können, wo wir schon ein gutes Stammmaterial haben. 140, 200, das ist so edles Zeug. So witzig, dass ich sowas für so ein Projekt benutzen kann. Alles europäische Kirsche übrigens. Ich habe noch hier deutschen Walnuss. Alter, das wird ja mal mega geil. Ja, deutscher Walnuss wird's heute. Geil. Das ist natürlich nicht Plan, wie man es auch gut erkennen kann. Das muss jetzt erstmal abgerichtet werden, damit ich eine Referenzkante für die Dickte habe. Und das Spezielle in dem Fall ist, dass ich hier die Teile gar nicht mehr abrichten muss und das auch halt eben nicht werde, denn das Ganze stammt hier aus der Schneidebrettproduktion. Das bedeutet, die sind alle schon abgerichtet und sind somit Plan parallel. Rechtwinklig sollten sie auch größtenteils sein. Das bedeutet, die werden wir dann direkt auf unsere Brauchdicke hobeln. Wir haben jetzt zwei Kanthölzer. Die sind jetzt schön quadratisch, schön rechtwinklig. Kleiner Funfact, ich musste ein drittes Teil machen, weil irgendwie hat sich ein Kantel komplett, was die Rechtwinkligkeit angeht, verdreht. Das bedeutet, das hier ist das dritte Teil, was ich gemacht habe. Und die sind jetzt im Prinzip schon komplett fertig bearbeitet für die nachfolgende Weiterbearbeitung. Das bedeutet, als nächstes können wir jetzt erstmal unsere Teile ablängen und können dann eine Schräge dran schneiden, weil ich finde, sowas macht das Ganze immer so ein bisschen leichter bei so einem stabilen Rahmenkonzept. Als nächstes kommt mein geliebtes blaues Klebeband. Ich habe mir extra mal wieder neues gekauft und ey, ich wusste gar nicht, dass die so teuer sind. Ich verlinke die euch mal unten in der Videobeschreibung, aber ich finde, das Klebeband hier funktioniert einfach am besten. Also ich mache damit echt viel. Warum brauchen wir Klebeband? Eigentlich ganz simpel, denn jetzt markieren wir uns die Bohrposition und damit wir halt eben hier nicht in Verwirrung kommen, machen wir einfach auf die Oberseite ein Stück Kreppband. Das macht es dann schon ein bisschen einfacher. Ich mache die Löcher auch heute etwas anders und zwar werde ich da nicht großartig viel einstellen. Ich werde mir einfach den Anschlagspunkt, also hier den Punkt markieren, wo ich gleich meine Markierung setzen muss, damit ich weiß, wo ich den Anschlag anlegen muss. Und danach markiere ich diese beiden Positionen. Wichtig ist nur, dass wir den Winkel im besten Fall nicht umstellen. Das heißt, als erstes kommt die Markierung und danach kommt die nächste Markierung. Wir sind jetzt hier an der Langlochbohrmaschine angekommen. Das ist jetzt eine neue Maschine in der Werkstatt. Und da habe ich jetzt einen normalen Holzbohrer drin eingespannt. Und ihr seht, die Langlochbohrmaschine ist seitlich nicht arretiert. Das Schöne ist einfach, dass unser Holzbohrer uns gleich dann die Mitte vorgibt und halt eben auch die Maschine längs führt. Das bedeutet, ich muss da nichts unnötig einstellen. Ich kann das einfach jetzt hier einspannen und kann die Bohrung setzen. Ich muss es nur gleich mit der Maschine hier einstellen.
Jetzt stelle ich noch die Höhe entsprechend ein. Das ist ungefähr auf der Mitte, ist aber auch nicht so wichtig, denn wir haben ja beide Anschlagseiten unten, also müssen wir da jetzt genau drauf achten. So sieht die Maschine übrigens aus. Das hier ist der Hebel. Mit diesem können wir halt eben oben diesen Schlitten in alle Richtungen bewegen. Schönes Teil. Einmal Flachdübel. Wofür die sind, seht ihr später. Also als nächstes kommt ein etwas schwierigerer Schnitt, denn ich möchte dieses Walnussstück in der Mitte nach aufdrehen. Meine Bandsäge packt das nicht direkt. Das bedeutet, wir müssen hier erstmal ein großes Stück mit der Formatkreissäge wegschneiden, weil das halt eben ein kleines Teil ist und ein bisschen schwer zu führen ist, müssen wir da halt eben jetzt gut auf unsere Finger aufpassen. Aber als erstes können wir jetzt sowieso mal das Teil auf unsere 195 mm Breite schneiden. Da haben wir das schon mal hinter uns. Die beiden Schnitte, die ihr gerade gesehen habt, waren tatsächlich relativ wichtig, dass sie direkt hintereinander passieren. Denn das ist einmal das Abstandsstück zwischen den unteren Trägern, die quasi später an der Wand befestigt werden. Und oben diese Einlage habe ich auch direkt danach geschnitten, damit halt auch das genau die gleiche Länge hat. Denn ich habe mich dazu entschieden, das Ganze oben quer reinzusetzen, damit das Holz nach vorne rausarbeiten kann. Ansonsten haben wir hier diese beiden Streben, wo das Ganze dann im Prinzip nicht so bewegen würde. Deswegen wollte ich das bei dem Projekt auch heute einfach mal so ausprobieren. Und jetzt habe ich auch wieder die Bohrlöcher markiert und da bin ich gespannt, ob das im Endeffekt auch jetzt ganz hinhaut. Die können wir jetzt einfach bohren. Ich habe auch dieses Mal die Mitten markiert, damit wir das Ganze schön mittig halt eben ausrichten können. Ich würde sagen, bevor ich jetzt selber hier komplett Wurst werde, mache ich es erst einmal. Kennt ihr das, wenn ihr einfach nicht warm drin? Heute ist Sonntag. Mir wird einfach nicht warm. Ganz brutal. Naja, nichtsdestotrotz, ich hole euch ein bisschen näher ran und zeige euch, was abgeht. So sieht das Teil jetzt aus und das ist noch nicht zusammengeleimt. Das bedeutet, das müssen wir auch gleich noch machen. Aber das ist auch eben einfach so ein Punkt, der spricht für Holzdübel und nicht nur für reine Flachdübel, weil das Ganze halt eben jetzt an der richtigen Position ist und das Ganze ist auch wirklich schon schön 90 Grad im Winkel. Und das ist eben eine richtig feine Sache. Das Einzige, was ich jetzt tun muss, ist das alles einmal auseinander zu bauen, von Hand ein bisschen die Fasern zu schleifen und dann kann ich es verleimen. Ein Tag ist vergangen, wir können das Ganze ausspannen. Ich habe dieses Mal extra den Holzleim nicht weggemacht, weil ich habe jetzt eine neue Möglichkeit, meine Stemmeisen zu schärfen. Und das will ich jetzt einmal mit dem scharfen Stemmeisen wegschneiden. Leute, Butter bei die Fische. Was habe ich denn 2023 so Schlimmes gemacht, dass ich mal so viele Gedanken gemacht habe? Ihr wisst es, ich liebe Maschinen. Und ich habe mich tatsächlich von einer Maschine verabschiedet und habe das ganze Werkzeug mit weggegeben. Und das war eine ganz schön große Fehlentscheidung, weil ich dann irgendwie im Nachhinein erst gemerkt habe, ey, ich brauche die.
Weil ich sage euch mal, was der Gedanke war. Das war noch am Anfang zu dem Punkt, wo ich nicht gedacht hätte, dass so viele Holzmaschinen auch in den Nebenraum kommen. Und da habe ich mal gedacht, komm, ich muss mich von ein bisschen Zeug verabschieden, damit ich hier noch Platz in der Werkstatt habe, weil sonst ist das alles zu eng mit der ganzen Maschinenvielfalt. Und da war der Gedanke, komm, ich verkaufe meine Langlochbohrmaschine und kaufe mir dafür eine Festool Domino. Das habe ich gemacht, aber habe mir nicht direkt eine Festool Domino gekauft, weil das Ding trotzdem immer noch relativ teuer ist. Also habe ich meine Langlochbohrmaschine verkauft und wollte mir stattdessen eine Festool Domino kaufen, weil mit der kann man ja im Prinzip auch Langlöcher machen und das ist einfach eine handgeführte Maschine und braucht nicht so viel Platz. Aber was war der Fehler? Der Fehler war, dass ich zu dem Zeitpunkt mit dran gedacht habe, dass ich mich immer so in ein paar Dinge verkopfe. Eine Maschine oder ich will alles so gestalten, damit ich alles, was ich irgendwie mal auf den Zettel bekommen könnte, was ich machen wollen würde, dass ich das dann halt auch eben so bauen kann. Deswegen ist der Maschinenpark so entstanden, wie er entstanden ist. Und mit einer Festool Domino kann man zwar drei Löcher nebeneinander setzen, aber so eine gute Flachdübelverbindung, die man mit so einer Langlochbohrmaschine herstellt, das ist schon mal was anderes, wenn man dann zum Beispiel ein 20er Verbinderteil über 10 cm Breite macht. Das habe ich nämlich gemacht, als ich ein Bett gebaut habe. Also, was war der Status quo? Ich habe die Langlochbohrmaschine verkauft, habe noch die ganzen Fräser dazu gegeben, die ich über Kleinanzeigen noch irgendwo mitgekauft habe. Ich hatte ultra viele Langlochbohrfräser, habe noch Metallfräser oder Metallfräser mitgegeben. Und da ist mir dann im Nachhinein klar geworden, oh shit. Die Projekte, die ich bauen will, wenn das Ganze hier mal steht, hätte ich die eigentlich gebraucht, weil die Festool Domino, so schön wie sie ist, die wird auch vielleicht irgendwann noch kommen, aber die ist nicht für mich geeignet. Und deswegen habe ich tatsächlich von dieser Maschine auch geträumt. Ich habe nachts, bevor ich dann aufgestanden bin, von dieser Maschine geträumt und ich habe echt tagelang, bestimmt ein paar Wochen lang, habe ich dieser Maschine hinterher getrauert, weil ich da auch dran denken musste, dass ich den Bilderrahmen für meinen Großvater gebaut habe, wo das Bild drin ist. Und deswegen habe ich dann tatsächlich wochenlang auf Kleinanzeigen hier in der Nähe gesucht, bis jemand tatsächlich so ein Teil wieder verkauft hat. Und das hier ist jetzt meine neue Langlochbohrmaschine. Ich habe endlich wieder eine 1964, bald 60 Jahre alt, hat Geburtstag, wie mein Vater alt ist. Ich bin froh, dass ich sie gefunden habe. Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Für alle Schreiner unter euch, oder besser gesagt für alle Nicht-Schreiner unter euch, das Geile an der Langlochbohrmaschine ist halt auch, wie ich es in dem Projekt genutzt habe, ich kann normale Dübelverbindungen setzen, sodass auch ich endlich mal Dübelverbindungen nutze, aber ich kann halt auch eben einen 20er Metallfräser einspannen. Ich bearbeite damit, also mit den Metallfräsern, nur Holz und das ist so eine geile Verbindung und in der Kombination mit dem Breitband kann ich auch die Verbinder exakt herstellen. Und ich bin echt froh, dass ich wieder eine habe. Ich werde das Ganze mit dem Konterholz-Holzfinish behandeln, einfach nur aus dem Grund, weil es ein geiles Produkt ist. Aber der größere Punkt ist, dass ich das Ganze behandeln kann und dann kann ich es gleich schon direkt benutzen, weil ich es nämlich direkt an die Wand schrauben möchte. Und jetzt hat meine Alexa endlich einen richtig guten Platz, an dem sie stehen kann. Von der Einrichtung her passt sie zur Werkstatt. Leute, danke, dass ihr so lange am Video dran gewesen seid. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video einen ganz tollen Tag. Ciao.